I was looking for a snack, but you weren't there. Kannst du mir mal einen Teller geben? Welchen? Den Nutella. Oh, nö. All das hier sind die gleichen Sachen. Verstehst du? Ich bin übrigens für eine neue Vlog-Kategorie Küchen Koch-Hacks mit Live-Hacks mit Luca. Immer Schuss Milch mit rein bei Rührei. Das war's. Ich zeig euch jetzt, wie scheiße das hier aussieht. Da muss einfach nur den Spiegel filmen. Ich war übrigens heute Morgen schon in der Stadt und bin an einem Dönerladen hergefahren. Gab's schon Döner? Betten. Es ist 13 Uhr. Auf jeden Fall haben die auf ihrem Döner einfach Rucola angeboten. Da merkst du einfach, dass du in Hamburg bist. Eine Sache, die Peyton und ich hier übrigens extrem krass hassen an der Wohnung, ist das hier. Du musst da immer so gegentatschen, damit der Kühlschrank aufgeht. Dann der Ofen hier. Der hat einfach Touch. Aber wenn ich hier stehe und koche, komme ich mit dem Knie gegen. Und das Ding geht an. Und dann noch die Waschmaschine. Die hat WLAN. Fun Fact übrigens, ich dachte früher immer Nutella wäre von Ferrari. Weil das so rot ist. Aber dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass es halt Ferrero heißt. Ich dachte auch noch, dass Dr. Oetker eigentlich ein Arzt sei. Ich habe auch früher gedacht, dass sobald man 100 ist, stirbt man einfach. Und der ganzen aktuellen Situation weltweit sind die Spritpreise übrigens mittlerweile so hoch, dass man über 2 Euro pro Liter bezahlt. Du fährst quasi zur Arbeit, um Geld zu verdienen, um tanken zu können, um zur Arbeit zu fahren, um Geld zu verdienen, um tanken zu können, um Geld... Als meine Eltern 26 waren, haben sie sich so gedacht, Mensch, das Haus kaufen wir jetzt, da zeugen wir jetzt 2 Kinder drin und ich... Mit 26 sitze ich hier auf dem Klo, hab gerade gekackt. Jetzt fällt mir auf, ich habe kein Klopapier. Und jetzt muss ich mein Handtuch nehmen. Liebe Grüße an meine Eltern, ich glaube, ich bin adoptiert. Hat alles funktioniert. Warum riechst du so nach Los, Süßer? Was ist los, Süßer? Nichts bei dir. Sandra hat sich Sommersprossen ins Gesicht gemalt. Sieht's gut aus? Es sieht aus, als hätte dir jemand durch ein Spaghetti-Sieb in die Fresse gekackt. Warum? Hatest du meine Story? Es gibt übrigens keinen geileren Geruch als Benzingeruch. Wenn es in so einer Garage nach Benzin riecht. Beste. Ah, perfekt, Digga. Wow. Wow. Kannst du mich auch kurz filmen und wow sagen? Wir gehen jetzt baden. Die Sonne lacht und der Strand ruft. Mit den Kneippbadekristallen Sunny Seestern kannst du die Sonne nach dem Spielen mit in die Badewanne nehmen. Sieht einfach aus, als hätten wir in Pisse gebadet. Im letzten Vlog haben wir uns ja gefragt. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum ein Unterschied gemacht wird zwischen Grünglas, Braunglas und Weißglas, Blauglas. Und jetzt hat die Holly hier drunter kommentiert, dass das wegen Recycling getrennt wird, weil dann alle grünen Flaschen beispielsweise geschmolzen werden und zu neuen grünen Flaschen verarbeitet werden. Wusstest du das? Ja, was ergibt Sinn? Deine Zuschauer sind ganz schön schlau. Du nicht. Du auch nicht, du wusstest es auch nicht. Meine Socken. Wir kochen jetzt Spaghetti Bolognese mit Möhren. An alle, die sagen, da gehören keine Möhren rein, bitte deabonniert mich. Und ein weiterer Tag geht vorbei, an dem wir keine einzige Matheformel gebraucht haben. Der Fahrstuhl ist kaputt. Das heißt, ich muss jetzt 9 Stockwerke zu Fuß laufen. 1. Weil ich bin die Nummer 1 im scheiße Vloggen. Extra die Kamera dahingestellt, damit ich dann mit dem Fahrrad da hoch... Damit Guten Morgen, Hamburg. Kennt ihr das, wenn ihr noch so müde seid, dass ihr alles einfach dreimal seht? Für mich sind das 70 Taxis. Ich fahre übrigens gerade Fahrrad, falls es noch keinem aufgefallen ist. Hamburg ist auch so eine Fake-Stadt, Alter. Die Sonne scheint, du denkst, es ist warm, aber es ist eisig kalt. Ich kann ja jetzt mal ein bisschen Sightseeing machen. Oh, Polizei. Darf ich filmen auf dem Fahrrad? Keine Ahnung. Hier sind auf jeden Fall Möwen. Hier ist Jungfernstieg. Das ist jetzt... Ach du Scheiße, Junge, jetzt werde ich hier von fast Möwen. Ey! Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die sich bei dieser Deko hier gedacht haben. Das sieht einfach nur gottlos beschissen aus. Hier ist Apple Store Jungfernstieg. Jungfernstiegs. A.k.a. immer der Treffpunkt. Man sagt eigentlich immer, dass Jungfernstieg Apple... Ach Digga, ich bin zu müde. Da ist Rathaus auf jeden Fall. Mein Fahrrad hat einen Platten. Und wisst ihr, was die Scheiße an einem Elektrofahrrad ist?
kein Laden darf mir das Ding da vorne wieder aufpusten, außer aufpusten wahrscheinlich auch. Nur Elektrofahrradläden dürfen das machen. Und ich muss jetzt mein Fahrrad mit dem Handy abschließen. Alter, diese ganze Technik heutzutage, ne? Hier war Sandra auf jeden Fall unterwegs. Und hier seht ihr nochmal das Rathaus. So, ich habe jetzt einen Termin. Fun Fact übrigens, ich dachte früher, man das G bei G-Star steht für Ghetto. Wegen Ghetto-Star. Ja, ich war dumm. Wie nennt man es, wenn hinter dem Zug Dampf aufsteigt? Rauchabzug. Wie nennt man es, wenn in einer Clique so eine schlechte Lage gerade ist? Das ist die Notausgang. Gott, jetzt kommen da auch noch Leute, Alter. Ey, sorry, aber mal ganz kurz Real Talk, ne? Hat jemals irgendeiner von euch sich wirklich so die Hände gewaschen? Immer wenn ich in der Apotheke bin, laufe ich da durch und denke mir nur so, jedes dieser Produkte könnte ich gebrauchen. Scheiße, die waren dann, Alter, ich glaube, ich habe ein Problem. Hagel. Schön für mich. Nee, Digga, Hagel nervt. Ist hart, kalt, scheiße. Ey, ich find's ja irgendwie süß, aber irgendwie auch total Opfer, wenn Hunde so einen Mantel tragen. Ich war gerade in so einem Fahrradladen, bin einfach reingegangen und meinte, yo, ich habe einen Platten vorne, kannst du da vielleicht kurz Luft drauf machen? Oh, das ist ein E-Bike. Opfer. Das sind diese Leute, die sind viel zu sehr in ihrem Ding drin, dass sie so, die sind einfach, die. Genau. Das sind so Leute, die gegen alles sind, was fortschrittlich ist. Digga, ist das laut. Ey, ich schwöre immer, wenn ich von Köln zurück nach Hamburg fahre, fühle ich mich wie in New York, ne? Aber jetzt zurück zu dem Typen, Alter. Ey, mach mir einfach nochmal Luft auf meinen Reifen. Mit einem E-Bike bist du aber nicht gern gesehen in ernstzunehmenden Fahrradläden. Ja, Bro, ist mir scheißegal, Alter. Ich bin einfach nur zu faul zu treten, Alter. Ich will nicht eure Fahrradkultur da kaputt machen. Mit was soll ich rumfahren, Alter? Mit sowas? Egal. Peyton ist hoffentlich jetzt auch mal wach. Wir können die ja jetzt mal sanft aufwecken. Guten Morgen! Madame braucht Instagram-Bilder. Deswegen gehen wir jetzt raus. Vier Müllsäcke. Neuer Lifehack von mir übrigens. Immer dran denken, wenn ihr rausgeht, dass ihr eine Packung Taschentücher mitnimmt. Weil es gibt nichts Nervigeres, als wenn du dann irgendwie Nase putzen musst. Du hast genießt und dann musst du in deine Maske zum Beispiel schneuzen. Weil das hatte ich mal. Und dann hatte ich nur eine Maske und dann musste ich die wieder aufziehen. Das war ziemlich entwürdigend. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen, ne? Hauptsache, im letzten Vlog habe ich noch alle Hamburger für ihren komischen Boyfriend-Jeans und Air Force-Style gehatet. Oh. Und jetzt hat die genau das diese Sachen an. Hat. Diese ganzen Hamburger Häuser blenden einfach richtig, wenn die Sonne scheint. So wie ich. Das ist wirklich geisteskrank, wie alles in dieser Stadt einfach tausendmal schöner ist als in Köln. Hier sehen wir wieder zwei Mülltonnen auf einem Foto. Ich frage mich, aus welchem Land die kommen. Belgien. Richtig. Lasse, du. Sehe ich auch so, du auch? Mhm. Das ist jetzt einfach der kleinste Fahrstuhl Hamburgs. Das sind einfach nur so 10 Treppenstufen, die man dann hochkommt. Du würdest den trotzdem jedes Mal nehmen, glaube ich. Ja. Peyton und ich spielen jetzt Lotto. Ja, aber wie viel muss man denn in einem Fahrrad ankreuzen? Ich spiele gerade zum ersten Mal. Wir sind auf jeden Fall die schlechtesten Lotto-Spieler der Welt. Beziehungsweise, wir wissen es doch nicht. Nee. Vielleicht gewinnen wir auch, aber... Ich habe hier einfach so ein Kreuz reingemalt. Hier habe ich über zwei Felder hinweg einfach ein Smiley gemalt. Naja. Keine Ahnung, was wir jetzt gekauft haben, 9,15 Euro, aber vielleicht sind wir bald Millionäre. Falls ihr euch übrigens fragt, wo wir hinlaufen, das wissen wir selber nicht. Peyton sucht irgendwo einen schattigen Platz, um ein Foto zu machen. Wie nennt man Keks im Schatten? Schattiges Plätzchen. Halt deine Schnauze. Ja, Luca, ich weiß, du vermisst Köln, aber warum rufst du mich die ganze Zeit an? Nur damit das klar ist. Eingehender Anruf von Sandra. Also sie hat mich angerufen, ne? Ich sag's ja, die liebt mich. I love you, baby, and it's quite alright. Für das deutsche Reinheitsgebot. Okay. Unter dem Baum hier würde ich übrigens niemals parken, denn da wirst du ordentlich zugeschissen. Wir warten gerade auf unser Taxi und das ist echt beschissen. Deswegen, also... Jetzt Jackpot, Lotto. Ich sag dir, das ist ein Zeichen. Wir holen die Millionen. Wir werden echt fett. Wie kann er so viele Talente haben und ich gar nichts? Wir sind wieder zu Hause und chillen jetzt erstmal so für 20 Minuten. Irgendwie wurden es jetzt 5 Stunden mit chillen und wir kochen jetzt. Gerade war die Lottozahlenziehung, heißt das so? Wir haben es verpasst. Aber wir schauen uns jetzt die Zahlen auf YouTube an und dann sind wir Millionär gleich. Vielleicht gewinnt nur einer von uns. Ja, dann mache ich einfach ein YouTube-Video mehr. Luca, du kannst den da so nicht reinmachen. Warum nicht? Du musst den Teller erst noch aufessen. Okay. Z
Ziehung der Lottozahlen vom 9.3.2022. Macht sogar schon ein Herz für uns. Willkommen zur Live-Ziehung der Lottozahlen. Ja, so live ist es nicht mehr, ne? Das ist 3 Stunden alt. Ach Leute, jetzt fallen da die ganzen Kugeln rein. Ich kann euch das übrigens nicht zeigen wegen Rechten und Linken. 18 Millionen. 18 Millionen. Das ist natürlich eine Hausnummer, keine Frage. 18 Millionen ist keine Hausnummer. Ich glaube, das wäre eine ziemlich lange Straße. Mach weiter. Hier kullert unsere erste Kugel an. Und das ist die 36. Habe ich nicht. Ich auch nicht. 8, 18, 19, 28, 36, 38. Und die Superzahl ist die 4. Ja. Und jetzt? An der Stelle kann man einfach nur sagen, Glücksspiel ist scheiße. Wir machen es nie wieder. Wir sind beide 9 Euro ärmer. Nee, eigentlich nur du hast meins bezahlt. Macht's nicht, Leute. Ihr habt es gerade selber gesehen. Es ist einfach nur Geldverschwendung. Es ist einfach scheiße, das muss man so sagen. Und meine Vlogs sind auch scheiße, deswegen mache ich das jetzt auch aus.